Hallo, ich heiße Alba und das ist mein Lieblingsort in Alcalá. Es heißt Parque O'Donnell in Erinnerung an General Leopold O'Donnell, der Alcalá verließ, um die Revolution von 1854 zu beginnen. Dieser Park wurde in 1898 eingeweiht und wird allgemein Dagbar genannt, der bis 2006 einen Spielplatz mit einem Teich für Enten und andere Vögel hatte. Wenn ich Zeit habe, verbringe ich gerne alleine oder mit meinen Freunden hier, um die Natur, die Ruhe und die tausend Möglichkeiten von diesem Park zu genießen. Er ist ziemlich groß und vollständig, im Herzen von Alcalá. Er hat eine große grüne Fläche mit zahlreichen Springbrunnen und Wasserfallen, einen Deich, einen angezäunten Kinderbereich mit Schaukeln und Tischen, einen Fußball- und Basketballplatz, eine kleine Bar, in der man kleine Tapas essen und was trinken kann und schließlich eine große Esplanade, wo verschiedene Aktivitäten ausgeführt werden können. Dieser Park weckt sehr gute Erinnerungen, denn hier habe ich sehr lustige Sommernachmittage mit meinen Freunden verbracht, mit Karten und Bälle gespielt und Musik gehört. Außerdem haben wir uns an heißen Sommertagen im Pool gleich nebenan abgekühlt.